So, ja, wir kommen leider zu einer etwas traurigeren Nachricht. Ich muss leider Xenoblade Chronicles diesmal wirklich abbrechen. Ich habe schon in den Parts vorhin angekündigt, den 51, Part 52, dass ich in nächster Zeit sehr wahrscheinlich abbrechen werde. Und ja, jetzt ist es leider soweit, weil jetzt geht es leider gar nicht mehr. Ich habe alles probiert, ich bringe es jetzt wirklich nicht mehr zum Rennen. Und also ich bringe es theoretisch schon zum Rennen, nur wenn ich es dann länger als 4-5 Minuten aufnehme, dann habt ihr solche Grafikfehler drin, dass man einfach die Hälfte der Zeit das Bild nicht sieht und meinen Ton nicht versteht. Wenn ihr euch meine Supplied Openings, die jetzt das Wochenende kommen, anseht, da werdet ihr sehen, dass da schon nach 3-4 Minuten schon die schlimmsten Bildstörungen sind, und wenn ich da über 10 Minuten aufnehme, geht gar nichts mehr. Deshalb muss ich leider alle Projekte, die auf Konsole sind, auf unbegrenzte, also keine Ahnung wann, verschieben. Ja, das ist leider schade. Ich hätte das Spiel gerne weitergeführt. Es hat mir auf jeden Fall mega Bock gemacht. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht komplett abbrechen, sondern ich werde es nur aufschieben müssen, bis ich meine Elgato halt wieder zum Rennen bringe. Bis dahin kommt halt statt dem Projekt, weiß ich noch nicht, schaut einfach in den Uploadplan, dort werde ich genaueres machen. Oder ja, ich werde es im Uploadplan schreiben, was da jetzt kommt stattdessen, weil Bomberman ist vorbei, also wird auch vorbei diese Woche oder spätestens nächste Woche. Auf jeden Fall danach kommt Banjo-Kazooie, und ja, hiernach werde ich entweder, also jetzt statt dem werde ich entweder Diddy Kong Racing oder vielleicht auch Puzzle Bobble, weil nein, Bomberman will ich noch nicht starten, da will ich ein Projekt dazwischen haben, das ist mir jetzt zu sehr gleich hinterhergeschoben. Da will ich schon ein paar Projekte zwischen den Bombermans haben, das wäre schon ein bisschen zu früh. Deshalb wird da ja entweder Puzzle Bobble oder eben Diddy Kong Racing kommen. Wenn ihr mir Kommentare schreibt, könnt ihr selbst entscheiden, aber ja. Hab leider nicht so die aktive Community. Aber wie gesagt, ich werde immer auf eure Kommentare hören. Wenn ihr unbedingt jetzt Diddy Kong Racing oder eben Puzzle Bobble sehen wollt, werde ich auch auf euch hören, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Ansonsten starte ich halt auf was ich eher Lust habe. Ja, das war's für das Infovideo, und ja, bis dann und auf Wiedersehen.